Ganz herzlich willkommen zu TMTV am Donnerstag. Wir schauen heute natürlich nochmal zurück auf die Geschehnisse der vergangenen Tage, auf den Deadline-Day vom Dienstag, denn der hat noch seine Nachwehen parat. Wir schauen später in der Sendung auf diverse Deals, die kurz vor knapp nochmal geplatzt sind und haben außerdem viele spannende Statistiken für euch im Programm. Erst einmal aber noch ein paar Nachzügler, über die wir bisher noch nicht berichtet haben. Das heißt, fixe Transfers. Unter anderem gibt es noch einen Abgang von Mainz 05. Nach nur einem Jahr geht Angelo Fulgini wieder weg und zwar zurück in die Ligue 1 zum RC Lens. Erstmal ist es ein Leihgeschäft bis zum Sommer, dann besteht offenbar eine Kaufpflicht über 7,5 Millionen Euro. Das heißt, der FSV erzielt nach einem halben Jahr ein kleines Transferplus. Athletic Bilbao zieht die Kaufoption bei Ander Herrera. Das heißt, der 33-jährige Mittelfeldspieler bleibt jetzt noch ein bisschen länger im Baskenland. Sein Vertrag läuft bis Sommer 2024 und das Ganze muss wohl schon am Deadline-Day passiert sein, denn sonst hätte PSG, der bisherige Club von Herrera, den Keeper Keylor Navas nicht verleihen können. Das hätten die Leihregeln der UEFA dann nicht zugelassen. Ein alter Bekannter kehrt zurück zu den Wurzeln. Ex-BVB-Profi Shinji Kagawa, mittlerweile 33 Jahre alt, geht zu Cerezo Osaka und das nach 12,5 Jahren, die er bei anderen Clubs tätig war. Und dort in Osaka, da hatte damals seine Profikarriere begonnen. Er kommt aus Belgien, wo er zuletzt bei St. Truiden spielte. Der älteste Profi der Welt kann es einfach nicht lassen. Kazuyoshi Miura, genannt King Kazu, der hat mit 55 einen weiteren Vertrag unterschrieben. Und zwar geht es von Yokohama leihweise zu Oliveirense, das heißt in die zweite Liga Portugals. Und Österreichs Schlusslicht, TSV Hartberg, hat sich nochmal im Mittelfeld verstärkt. Usman Diakite kommt aus Salzburg, wo er nie so richtig Fuß fassen konnte, aufgrund von Verletzungen. Im Gegenzug verließ der 30-jährige Schwede Albert Ejupi die Hartberger. Der wurde jüngst bei Hapoel Hadera in Israel vorgestellt. So, und wir machen, wie versprochen, weiter mit wichtigen Statistiken rund um die hinter uns liegende Transferphase, die, wie keine zweite, von der Premier League und ganz speziell von einem Verein der Premier League geprägt wurde, vom FC Chelsea. Wir werfen mal einen Blick auf die Spitzenreiter in Sachen Transfers und in Sachen Ablöse und schauen uns da zunächst mal die Top 5 Vereine an, was die Ausgaben angeht. Und da ist natürlich allen voran mit himmelweitem Abstand der FC Chelsea. 9 Zugänge für fast 330 Millionen Euro. Das ist einsamer Rekord für eine Wintertransferphase. Und auf den Plätzen 2 bis 5 kommen dann ebenfalls ausschließlich Premier League Clubs. Southampton, Arsenal, Bournemouth, ein Championship-Verein. Das darf man natürlich nicht unerwähnt lassen. Und Newcastle United. Schauen wir mal auf die Top-Verdiener der Transferphase. Und das sind auch wieder mal ein paar der üblichen Verdächtigen. Benfica allen voran. Da macht natürlich Enzo Fernandes einen großen Anteil des Gewinns aus. Die PSV an 2, Schachtja Donetsk, da natürlich Mykhailo Mudryk ganz vorneweg, Everton und Monaco in so einer Statistik auch oft vorne gesehen. Und wir werfen auch noch einen Blick auf die Ligen. Da haben wir die Premier League wirklich ganz, ganz weit vorne mit 829,9 Millionen Euro Ausgaben und einem Saldo von 729 Millionen Euro im Minus. Das pulverisiert den Rest der Ligen mal so richtig. Auf den Plätzen folgen die Ligue 1, die Bundesliga, die MLS und die argentinische Liga. Und dann wollen wir das Ganze auch nochmal in Relation setzen. Wenn wir jetzt mal den FC Chelsea quasi als eigene Liga betrachten, dann wäre der Rest der Premier League vorne mit 500 Millionen Euro Ausgaben. Und dann kämen schon die Blues weit, weit, weit vor der Ligue 1. Das hier mal der Blick auf Europa.
Da ist Chelsea dann also, wenn man mal das Ganze in Relation setzt, auf dem zweiten Platz. Schon eine verrückte Welt in diesem Wintertransferfenster. Ja, und fast so spektakulär wie die Transfers des Wintertransferfensters waren die geplatzten Deals. Gerade am Deadline-Day ging es ja richtig zur Sache und bei dem einen oder anderen hat es dann am Ende nicht geklappt. Und der erste Name, der dann natürlich aufploppt, das ist er hier, Isco. Wäre er zur Union Berlin gegangen, es wäre der Deal der Bundesliga in diesem Winter geworden. Aber daraus wurde nichts. Informationen der Bild-Zeitung zufolge forderte die Beraterseite von Isco plötzlich kurz vor der geplanten Unterschrift ein weiteres Handgeld, das im bisherigen Vertragsentwurf nicht enthalten war. Und so ließ Union den Deal platzen. Die Berateragentur wiederum erklärte der spanischen Zeitung El Mundo, dass Union nur einen Vertrag bis zum Sommer, also für 6 Monate, angeboten habe. Vorher sei aber auch die Folgesaison in einem Entwurf enthalten gewesen. Also gegenseitige Anschuldigungen von Verein und Beraterseite. Unter dem Strich steht, Isco wechselt nicht zu Union. Für die Bundesliga ist das auf jeden Fall mal schade. Ja, schade wird sich auch Hakim Ziyech denken, der beim FC Chelsea ohnehin schon nicht mehr die größte Rolle gespielt hat und nach der Transferflut der Blues wohl auch eher zum Zuschauen verdammt sein dürfte. Deswegen wollte er weg, wollte wechseln. Mit Paris war eigentlich alles klar, aber dann kam es zu einer ganz besonderen Panne, denn der FC Chelsea hat offensichtlich das falsche Dokument geschickt für Paris, mit dem PSG den Spieler quasi bei der Liga anmelden wollte. Und das nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern gleich dreimal. Und durch diese Unachtsamkeit war irgendwann die Deadline abgelaufen. Ziyech konnte bisher nicht angemeldet werden. Und wie es Stand jetzt aussieht, muss er dann bei den Blues bleiben, auch wenn Paris versucht hat, Einspruch einzulegen und das Ganze doch noch irgendwie auf den Weg zu bringen. Es reiht sich ein in die peinlichsten Pannen der Geschichte des Deadline Days. Eintracht Frankfurt wollte Borna Sosa holen, daran besteht kaum Zweifel. Die Bild hatte darüber ja auch ganz groß berichtet, aber es hat einfach nicht sein sollen. Es konnte keine Einigung erzielt werden mit dem VfB Stuttgart und zwar in Sachen Ablöse. Mit dem Spieler wäre das Ganze wohl eher möglich gewesen. Stuttgart forderte aber wohl zwischen 15 und 20 Millionen. Das wollte Frankfurt nicht bezahlen. So bleibt Borna Sosa erst einmal bei den Schwaben. Und noch einen Defensivmann wollte Markus Krösche am Deadline-Day verpflichten. Mit Manchester United wurde über den Transfer von Innenverteidiger Victor Lindelöf verhandelt. Dem Vernehmen nach wäre dieser auch gerne bereit gewesen, für die Eintracht aufzulaufen. Aber Trainer Erik ten Hag von Manchester United hat den Transfer verhindert, wollte nicht auf den Schweden verzichten. Hertha BSC wollte sich im Abstiegskampf nochmal für die Offensive verstärken. Und zwar mit Gauthier Hain. Der 26-Jährige von Auxerre war sogar schon in Berlin, soll den Medizincheck absolviert haben und er hat eine Instagram-Story gepostet, direkt vor dem Olympiastadion. Die wurde aber kurz danach wieder gelöscht. Der Spieler ist abgereist und hat folgerichtig dann nicht unterschrieben. Das heißt, die Hertha und Hain, das wurde nichts. Der Wechsel ist aus unbekannten Gründen dann doch nicht zustande gekommen und die Hertha hat sich letztendlich nur mit Tolga Cigerci für die Verteidigung verstärkt. Der FC Arsenal war wochenlang dran an Moises Caicedo. Der 21-jährige Mittelfeldspieler wollte auch gerne zu den Gunners, hatte seinen Wechselwunsch ganz offensiv hinterlegt bei seinem Verein Brighton, aber die blieben hart. Für Caicedo soll Arsenal sein Angebot nochmal erhöht haben auf rund 74 Millionen Euro plus Boni, aber Brighton lehnte ab. Caicedo bleibt und wir wissen, was Arsenal stattdessen gemacht hat. Die haben sich Jorginho vom FC Chelsea am Deadline Day geangelt. Ja, und eine ganz besondere Geschichte wurde noch in Frankreich geschrieben, beim Traditionsclub Girondins Bordeaux. Zweitligist, der wollte sich verstärken im Kampf um den Wiederaufstieg und zwar mit einem namentlich nicht genannten Youngster.
Und dann hat Atma Lopez, der Sportdirektor, sich aufgemacht zum Flughafen, wo allerdings seine Tasche inklusive aller notwendigen Papiere für seine Reise und für den Transfer gestohlen wurde. Das heißt, am Ende fehlte schlicht und ergreifend die Zeit, die Deadline rückte näher, die Papiere waren verschollen und Atma Lopez konnte nicht reisen. Das heißt, der Deal ist geplatzt. Bordeaux selber hat das Ganze übrigens mit Humor genommen und bestärkt, man schaffe es auch so, mit dem aktuellen Kader erfolgreich zu sein. Und man hat also den Blick dann schnell wieder nach vorne gerichtet, nach dieser durchaus spektakulären Transferpanne. Ja, und mit einer Transferpanne geht auch unsere Gerüchteküche los, denn da scheint es noch überhaupt nicht klar zu sein, ob der FC Barcelona sich mit Rechtsverteidiger Julian Araujo verstärken kann. Der 21-Jährige sollte die Lücke von Hector Bellerin schließen, der ja zu Sporting abgewandert ist. Und der bisherige Profi von Los Angeles Galaxy hat wohl auch schon unterschrieben. Dann gab es aber ein kleines Problem, und zwar konnten die fehlenden Dokumente nicht überliefert werden. Ein Systemfehler hat wohl die Übertragung mehrfach abbrechen lassen. Am Ende hat es dann geklappt, allerdings wohl mit gerade mal 18 Sekunden Verspätung. Der FC Barcelona und Araujo, das könnte jetzt zu einem Härtefall werden, der muss erstmal diskutiert werden. Die Katalanen beantragen bei der Liga auf jeden Fall, dass der Spieler doch noch spielberechtigt wird. Und wie gesagt, das Ganze ist noch in der Schwebe, ob er Barca in der Rückrunde verstärken kann. Noch offen. Eine Schlammschlacht gibt es bei Nicolo Saniolo und der Roma. Der Mittelfeldspieler will unbedingt weg. Milan und Bournemouth waren interessiert. Am Ende gab es keinen Deal. Jetzt hat der Spieler sich in kürzester Zeit bei seinem Trainer Jose Mourinho und auch bei den Fans derart unbeliebt gemacht, dass er offenbar nie wieder für die Roma auflaufen soll. Und laut italienischen Medien wurde er nun von seinen Beratern auch in der Türkei angeboten, genauer gesagt bei Galatasaray Istanbul. Im Gespräch sei demnach ein Transfer per Laie, der ja ursprünglich mal kategorisch ausgeschlossen wurde. Het Laatste Nieuws ist in der Regel gut informiert in Belgien. Und dort spricht man davon, dass Domenico Tedesco so gut wie sicher neuer Nationaltrainer der Belgier wird. Letzte Details wurden wohl bei einem Treffen in Düsseldorf geklärt. Es fehlt nur noch die Unterschrift. Und der belgische Verband hatte, das geht aus dem Bericht auch hervor, noch eine zweite Lösung, einen Backup-Plan sozusagen, falls man sich mit Tedesco nicht hätte einig werden können, und zwar den früheren Dortmund- und Leverkusen-Trainer Peter Bosch. Aber diese Backup-Lösung wird wohl jetzt gar nicht erst greifen müssen. Wie gesagt, Tedesco steht kurz vor der Unterschrift bei seinem ersten Engagement als Nationaltrainer. André Ayew ist einer der wertvollsten Spieler ohne Verein auf dem Transfermarkt. Der 33-jährige Linksaußen spielte ja zuletzt in Katar bei Al-Sadd und nun berichtet The Athletic, dass es reges Interesse aus der Premier League gäbe, und zwar von Everton und Nottingham, die beide über eine Verpflichtung des 113-fachen Nationalspielers aus Ghana nachdenken. Bei der ganzen Aufregung um den Deadline-Day in dieser Woche ist ja fast so ein bisschen untergegangen, dass es auch im DFB-Pokal zur Sache ging. Und dabei hat Thomas Müller seinen 63. DFB-Pokal-Einsatz gefeiert. Das reicht noch nicht ganz für die Top 5, aber wir zeigen sie euch, die Spieler mit den meisten Partien im DFB-Pokal. Klaus Fichtel für Schalke, 66 Partien, unter anderem für Schalke, auch für Bremen hat er gespielt. Der Kaiser ebenfalls mit 66 Spielen, die meisten für Bayern, auch für den HSV war er im Einsatz. HSV, ein gutes Stichwort, das war der Verein, dem Manny Kals, der Gott der Bananenflanke, stets treu geblieben ist. Oliver Kahn, der Titan, 67 Partien im DFB-Pokal für den FC Bayern und für Karlsruhe. Und
An 1 Mirko Wotara für Dortmund und Werder, 79 Partien, immerhin auch 2 Titel gewonnen. Und ich hatte es eingangs gesagt, Thomas Müller, 63 Partien, heißt noch 3 Spiele, dann könnte er in diese Top 5 vordringen. Und wenn wir uns dann mal vor Augen führen, dass die Bayern jetzt im Viertelfinale stehen, wenn sie das Finale erreichen und Müller dreimal spielt, dann wäre es soweit, dann würde er hier reinkommen in die Top 5 der Profis mit den meisten absolvierten Partien im DFB-Pokal. So, und dann sind wir schon fast am Ende angelangt. Es fehlen nur noch aktuelle News aus der Welt des Fußballs. Und da haben wir wieder ein paar für euch aufbereitet. Unter anderem von den Störchen aus Kiel. Die haben verlängert mit Finn Porat. Der wird jetzt bis 2026 an der Förde gehalten. Bis dahin hat er unterschrieben. Das frühere HSV-Talent aus dem offensiven Mittelfeld hat bisher 97 Zweitligapartien absolviert. Sein Vertrag wäre ausgelaufen. Bittere News für Manchester United. Die Red Devils müssen monatelang auf Christian Eriksen verzichten. Der wurde ja am Wochenende im Pokal verletzt ausgewechselt. Mit einer Knöchelverletzung fehlt er mindestens bis Ende April. Und bei 1860 hat man nach der 7. Pleite in der 3. Liga die Reißleine gezogen und den Trainer entlassen. Michael Köllner ist nicht mehr im Amt. Aktuell die Löwen nur 6. mit 7 Punkten Rückstand auf Rang 2. Immerhin ist der Relegationsplatz noch in direkter Reichweite, nämlich mit nur 3 Punkten Rückstand. Und das könnte dann seine Aufgabe werden, diesen Platz mindestens noch zu erreichen. Thorsten Fink, der frühere unter anderem HSV-Trainer, ja auch bei Vissel Kobe aktiv, der soll Favorit sein für die Nachfolge von Michael Köllner. Das war's für heute von Transfermarkt TV. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Eure Meinung ist natürlich weiterhin gefragt. Schreibt sie gerne in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr auch reinschreiben, welche Panne am Deadline Day für euch die kurioseste war. Und dann haben wir natürlich noch weitere Videoempfehlungen für euch, damit euch auch nicht langweilig wird. Und ich sage in diesem Moment vielen Dank fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal und macht es gut. Ciao.